Lil Wayne. Was? Filmst du? Filmst du? Filmst du? Alter. Ja. Ene mene miste, ich twiste nicht, ich fiste. Ene mene Mac, dann ist die Faust schon weg. Aslak TV, Junge. So, das ist hier der Lukas Knopf, ne? Das ist so ein Profi. Jo, ich der fährt für Beto, fährt er. Und für, wie ist das? Born to be wild. Awesome. Born to be awesome closing. Tune. Tune natürlich auch. Fans hier. Für die Fans, Alter. Für die Fans. Für Fans. Für Fans. Ach so. Und für meine Fans. Und auch für die Fans. Er macht's auch dreckig. Er kann den Mund auf jeden Fall sehr weit aufmachen. Er hat auch keinen Würgereflex mehr, weil ich den das im Winterberg abtrainiert habe. Und der Typ geht ziemlich steil. Und naja, sein Teil ist auch überzeugend. Also es geht mir günstig rein quasi. Und wir sind die Krüppel Brothers. Ja, hier hinter mir, ja, das ist der Philipp Helbig, der sich gerade wegdreht. Ganz schönes Opfer. Helbig, jo. Der ist heute mit seinem Fulli am Start, mit seinem Vollhelm. Wird dann auf jeden Fall auffallen, der Einzige, der hier mit Vollhelm fährt. Und nichts kann. Und Fahrrad fahren kann. Kann auch Rückwärtssaldos. Ziemlich fett. Aber nur mit Trampolin. Ja, nur mit. Rumpelt ganz viel, also ganz viel Schaumstoff. Auf jeden Fall. Ja. Mit Ganzkörperkondom. Pass auf, ich frage jetzt was Ernstes. Okay. Wie bist du eigentlich zum Fahrradfahren gekommen und warum hast du da Spaß dran? Ich kenne Frauen, hab deswegen Fahrrad. Jo. Also erstens ist er hässlich. Er hat einen kleinen Pimmel. Nein, einfach guck dir mal an. Und kein Down Leben. Er hat Down-Syndrom. Nee, jetzt im Ernst. Wie bist du zum Fahrradfahren gekommen, Philipp? Okay. Vor 6 Jahren, das war bei mir gleich um die Ecke in Pillnitz, da habe ich einen Bolle gesehen, könnt ihr mal checken bei Facebook, Pillnitz Trails, voll korrekter Junge, der hat das mir dort beigebracht, ja, seitdem fahre ich BMX, ich finde es einfach nur geil, coole Leute. Perfekt, wir labern mal irgendeinen Scheiß, machen wir die ganze noch. Zeit. Ich will jetzt. Ja, der junge Herr neben mir, den sein Pullover, der riecht derbe nach Essig. Sehr geil. Holy shit. Jo, wir sind heute schon 2 Shows gefahren. Nachher fahren wir noch eine. Auch. Ist voll geil, wenn man ins Mikro redet und das nicht laut ist. Ist kurios. Vorbereitet haben wir uns wie folgt. Wir waren gestern noch fort. Also bei einem Kumpel in der Hütte. Nee, das ne. Nee, das auch ne. Wir haben gefeiert, nee. Also ich fahre so circa 4-5 Mal die Woche Rad, weil es einfach Spaß macht. Dann lernt man hin und wieder den ein oder anderen Trick. Oder auch gibt dann auch mal Mürschen fürs Öhrchen, wie gerade, da ist gut. Ich hab grad gepupst. Nee, wie bereitet man sich vor? Man fängt einfach an mit Fahren, wärmt sich dabei ein bisschen auf. So mit den Übungen, Yoga. Aerobic, Zumba ab und zu, Zumba Fitness, hilft sehr, hat er seine Beinarbeit sehr verbessert, kann jetzt One-Footers geiler strecken, dank Zumba. Geh mal her. Nein. Also ich und der Sebastian Munkstern, wir haben uns in Hof im Radquartier vorbereitet auf die Messe, weil durch die schlechten Wetterverhältnisse und ja, da ging es halt schlecht mit Fahrradfahren. Winter. Das geht alle Dresden. Und geht alle Chemnitz. Ja, die ganzen Hallen hier, wo sie alle trainiert haben. Ja. Trainiert, das heißt nicht trainieren. Junge. Trainieren. Wir trainieren ja. Nicht. Nee, Mann, Alter, wir trainieren doch nicht. Nee, Mann, wir fahren Fahrrad. Wir fahren Fahrrad, wir trainieren nicht. Check. Hallo. Ja, ich habe angefangen mit BMX fahren, weil ich beim Fußballspielen immer geärgert wurde. Eigentlich ist Fußball auch viel cooler. Aber BMX ist halt trotzdem was Freies. Julius Marienfeld. Maul. Rufst du die an? Maul. Was? Maul. Ich muss eine Frage stellen, eine voll krasse. Ey, was wollte ich jetzt fragen? Weil ich frage mich und nicht beantworte. Okay. Ja, warum hast du angefangen mit BMX fahren? Wie lange fährst du? Und macht es dir Spaß? Oder machst du das für deine Fans? Ja, also Spaß machen tut es zwar jetzt gar nicht. Also ich finde BMX fahren eigentlich ziemlich scheiße. Ich fahre seit
4 oder 5 Jahren BMX, ich weiß nicht so genau. Früher habe ich Baumhäuser gebaut, dann habe ich Fahrradgeschenke gekriegt und dann habe ich bei uns im Ghetto halt ein Skatepark gefunden, seitdem fahre ich Fahrrad und dann habe ich den Rotschopf kennengelernt, fand ihn voll arrogant, jetzt ist er cool geworden. Ja, scheiße. Ich frage jetzt mal den Kollegen neben mir, wie er heißt und wie lange er fährt. Wie heißt du und wie lange fährst du? Mein Name ist Toni, guten Tag. Ich fahre Fahrrad seit 5-6 Jahren. Jo, hab große Räder. Was ist los? Das nennt man auch Dirt. Das nennt man nicht Dirt, Alter. Dirtbike. Dirt und Mountainbike. Der fährt auch Dirt. Mit dem Dirt. Mit dem Dirt fährt er Dirt. Super coole. Wir haben schon massive 360er getreten. Ja. Du hast Hoppensack jetzt sagen. Ja, genau. Massiv. Also, ich hoffe, das Lispeln, das stört keinen. Und jetzt lasse ich den Karl Schnabel nochmal reden. Ich würde sagen, ich rede erstmal. Okay. Wer ich bin, wisst ihr ja schon. Und jetzt stellt sich der junge Mann mal neben mir vor. Bitte schön. Wie heißt du, Junge? Karl Schnabel. Was machst du hier? Sitzen. Und was machst du, wenn du nicht sitzt? Stehen und Radfahren. Ja, okay. Wie lange fährst du schon Fahrrad? Hä, was? Wie lange? Ja, so 4, 5, 6 Jahre. Plus, minus. Ja, genau. Also wir haben quasi gleichzeitig angefangen. Im selben Skatepark, Ghetto Park. Und hast du Verletzung, Alter? Jetzt mal so aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat eine ziemlich große Arschverletzung momentan. Aber was hast du noch für Verletzungen gehabt? Ja, Meniskus kaputt, Bein gebrochen, mehrfach, Bänder im Fuß, alles dabei, aber solange es Spaß macht, ist scheißegal. Frag mal, ob ich schon was gebrochen habe jemals. Hast du dir schon mal irgendwas gebrochen? Nö. Nein. Noch nie. Ich tue mir nicht weh. Ich hab mir, ja, es hat ganz tolle Weh, den großen Zeh, hab ich mir gebrochen. Ja. Wo du deine Jungfräulichkeit verloren hast, das tat auch weh, oder? Ja, also. Come shot. Alter. Was soll das? Die Jungs fahren jetzt schon wieder derbe Fahrrad und geben ihr Bestes. Ich hätte auch gerne noch so einen Boneless-Sticker, bitte. Jo. So, das war's jetzt hier langsam mit dem Interviews. Hier hat, glaube ich, jeder jetzt was gesagt. Die Show geht gleich los, deswegen ist jetzt hier vorbei mit Film. Ja, macht mir jemand das, was der Kameramann gesagt hat, bitte? Genau, sehr gut.